Shano Bomben kommt zu einem neuen Dokkan Battle News Video. Entweder sehr spät oder sehr, sehr früh hochgeladen. Ich glaube eher sehr, sehr früh, weil ja, halb zwei, zwei ist jetzt mir doch ein bisschen zu spät, selbst für mich, weil diese Info halt schon ein paar Stunden alt ist. Aber ich erst jetzt zu Hause bin und dazu erst komme, also erst jetzt dazu komme, euch diese Info als Video zu geben. Und zwar wurden genauere Details bekannt gegeben zum Thema 1000 Tage Dokkan Battle, zum Thema LR Goku, zum Thema Japan kriegt wieder ordentlich geiles Zeug. Und zwar haben wir hier eine ganze Menge in den japanischen News und die Sachen gehen wir jetzt einfach mal durch. Also ich weiß nicht, ob das die richtige Reihenfolge ist, wie ich sie jetzt hier habe. Es hat einer lieberweise in der Dokkan Facebook Gruppe alles zusammengefasst. Wir scrollen hier einfach mal durch, während ich erzähle, was das alles so bedeutet, die Reihenfolge. Na egal, wir fangen erstmal an. Auf jeden Fall kriegen wir zu den tausendsten Tag in Dokkan Battle Japan. Viele Events fängt an mit Missionen. Kais Tickets und so weiter hat er hier dazu geschrieben. Das wird das hier sein. Ich kann es nicht markieren, ich kann es so markieren. Es gibt viele Missionen. Wir kommen unter anderem wieder an Free Elder Kais, an Steine und an Tickets. Das sind diese hier, zu denen komme ich gleich. Außerdem kriegen wir einen Login mit diesen Tickets zu dieser Zeit, während dieses große Event läuft, was auch ziemlich geil ist. Dann kriegen wir natürlich, weil, wozu Tickets, wenn wir... Wir kriegen natürlich ein Ticket-Banner, um diese dann auch einzusetzen. Wir kriegen ein AGL-Banner. Es kehrt wieder, wir hatten es schon vor kurzer Zeit, das ist das hier unten. Fragt mich nicht warum. Wir nehmen es einfach hin. Wir kriegen LR Goku SA plus SO, was er damit meint, verstehe ich nicht ganz. Also überspringen wir das. Wir kriegen Neo God Dokkan Events Hälfte Stamina, also die Neo God Leader, deren Dokkan Events sind um die Hälfte des Staminas reduziert. Heißt Gotenks klassisch kostet noch 40, kostet noch 50, aber Gotenks physisch in dem Fall hier kostet es nicht. Heißt, wir können ordentlich farmen. Außerdem sind die Super Strike Events um die Hälfte des Staminas reduziert, was auch ziemlich nice ist, da wir so, keine Ahnung, ich kann so für LR Goku farmen, den habe ich auf JP nämlich noch gar nicht. Dann gibt es ein Comeback vom Bardock-Event. Das juckt eigentlich absolut gar nicht, aber ich erwähne es natürlich, weil es in den News drin steht. Dann des Weiteren, was gibt es noch? Broly Returns, das Broly-Event kommt auch wieder. Das könnte ein paar interessieren, da sie ihren STR Goten, Goku oder AGL Gohan awaken möchten. Und das Wichtigste nun, nachdem wir diese ganzen kleinen Unsinnigkeiten durchgesprochen haben. Wir kriegen, wie gerade eben schon erwähnt, ein paar Tickets während dieses Einlog-Bonus, mit denen wir dann Daily Summons durchziehen können. Und in diesem Banner wird unter anderem der LR Goku drinne sein, der neue. Holy moly! Also, ich weiß nicht, ob es komplett heißt, ich weiß nicht, ob wir ihn auch noch als 1000-Tages-Geschenk kriegen oder ob das jetzt nun wieder leaked ist, aber auf jeden Fall kriegen wir Summon-Tickets, die seht ihr, also die seht ihr hier links, ich kann die wieder mal nicht markieren, das ist echt schade, kann ich. Ich weiß nicht, ob man sie so markieren kann. Ich glaube nicht. Ihr habt das nicht gesehen wahrscheinlich. Ich könnte vielleicht mit diesem Zeichending arbeiten. Ich weiß nicht, wie das funktioniert in dem Sinne. Skizzenblock. Nein, so funktioniert das nicht. Das habe ich nicht gezeichnet. Kann ich nicht einfach so eine Bildschirmskizze anfertigen? Okay, perfekt. Jetzt kann ich euch zeigen, was ich meinte. Seht ihr das überhaupt? Nein, ich male nochmal mit einem anderen Stift. So, jetzt dürftet ihr sehen. Diese Banner, diese Tickets kriegen wir täglich, um bei einem Banner zu sammeln, indem wir halt die Chance haben, LR Goku zu bekommen. Ich nehme stark an, es wird ein Banner sein wie beim LR Gohan damals, dass wir halt die Chance haben, unter anderem diese Statue zu bekommen. Vielleicht wieder ein paar Bay-Charaktere, wie die, also wie Pan hier unten, etc. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Und halt auch die Chance auf LR Goku haben. Er wäre natürlich weiterhin Free-to-Play, weil wir keine Stones ausgeben müssen, da wir täglich solche Tickets bekommen. Aber es wäre trotzdem jetzt wieder eine Glückssache. Vielleicht, ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen. Aber es ist auf jeden Fall besser als die 1000-Tages-Sache. Wobei ich finde, sie sollten das mit den 1000 Tagen und diesem Summon machen. Das wäre nämlich, du kannst es bekommen, wenn du krass hart spielst und du kannst ihn durch Luck bekommen. Finde ich nice. Und das war es im Großen und Ganzen auch schon zu den japanischen News, die wir hier so haben. Natürlich am meisten hyped jetzt die LR Goku-Geschichte, dass er in einem Banner drin sein wird. Wir haben also täglich die Chance, genau diesen Goku zu bekommen. Wir wissen halt nicht, es ist ein LR-Charakter. Wenn es so wie bei Gohan abläuft, ist die Rate natürlich extrem niedrig. Aber für die Verhältnisse könnte sie noch gut sein, weil Gohan hat ja, da er gefeatured war, sie waren bei Gohan nicht unfair, möchte ich sagen. Auf Global waren sie bei LR Gohan nicht unfair und ich hoffe, dass sie das bei LR Goku auch nicht sein werden. Das alles sollte, DBZ.Space meinte eigentlich, dass es am
23. gegen 9 Uhr starten sollte. Wenn ich mich nicht irre. Aber ich glaube, er hatte sich in der Zeit geirrt, der Dude davon. Also, es sollte um 21 Uhr, glaube ich, kommen jetzt, gestern. Aber ich glaube, er hatte sich im Tag irgendwie geirrt und hat irgendwas falsch... Wir werden sehen. Auf jeden Fall weiß ich, dass er eine Falschinfo hatte. Habe ich auf Twitter mitbekommen. Vielleicht war das auch die falsche. Wir werden sehen. Also, seid gehypt. Ihr könnt LR Goku auch ohne 1000 Tage bekommen. Mich hat das auf jeden Fall. Wie findet ihr diese Art und Weise, wie sie es jetzt gelöst haben? Fandet ihr die 1000 Tage besser oder findet ihr diese Methode besser? Wünscht ihr euch beide so wie ich? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir diskutieren wie immer. Obwohl, ich diskutiere meistens mit mir selbst. Und das war's mit dem heutigen Dokkan Battle News Video. Ja, natürlich wieder ein News Video. Jeden Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Teilt das Ding, falls ihr Freunde habt, die das noch nicht wussten. Und bis dahin haut da rein. Ich glaube, ich habe die Abmoderation wieder verkackt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, Nobel und ciao.